Servusle Leute, Chaos im Canyon, Lego Worlds mit unserem Andy Omsen. Der Alderle ist heute nicht dabei, der ist schon auf dem Weg nach Vouchkadras, da werden wir uns morgen wiedersehen mit ihm, denn da haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Aber heute sind wir erstmal hier bei unserem kleinen Mini-Pilot, ich nenne es jetzt mal Mini-Pilot. Ein Pilot ist ja immer was Großes von einem Spielfilm, beziehungsweise ein Spielfilm für eine Serie. Wir machen das Ganze in klein, wir haben natürlich auch nicht so viel Zeit, wir sind am Canyon. Chaos im Canyon heißt die neue Serie, die es morgen bei Lego Worlds gibt. Immer zwischen Review und Baufolge. Da geht es natürlich nur um euch, um uns, um die Community, um unsere kleine Geschichte hier. Guck mal, Boba Dick ist noch da. Nee, Boba Dick ist es nicht gewesen. Das hier war T-Kommentare, der da hinten rumstromert. T-Kommentare ist noch da. Warum ich Boba Dick gleich gesagt habe, ist ganz einfach. Wir haben ein Rattenproblem. Nicht, dass Boba Dick jetzt hier irgendwie was versucht hätte mit seiner Ratte, aber die Ratte hat wohl eine Kollegin gefunden. Ich zeig's euch mal ganz kurz, was da hinten auf dem Balkon los ist, ne? Hier. Vier Ratten und das sind noch nicht alle. Mittlerweile ist es sogar so, dass Sarahs Katze von der Ratte wegrennt. Das habe ich auch schon beobachtet. So Leute, dann wollen wir jetzt mal das ganze Ding vernünftig... Jetzt tanzte sich da vorne eins. Wir wollen das mal vernünftig einläuten. Das erste Problem, das wir haben, das erste Chaosproblem, das wir beseitigen müssen, ist Platz. Wir haben keinen Platz. Hier haben wir gehabt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Die sind bereits belegt gewesen, ne? Dann habe ich angebaut. Jetzt haben wir zwei Probleme. Erstens mal, nochmal 16 Plätze reichen nicht, weil wir mehr Leute sind. Wir sind also über 32 Leute, ne? So, das ist das eine. Das andere ist, ich habe hier einen Baufehler gemacht, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da fehlen tatsächlich Zimmer. Und guck mal, was noch viel cooler ist. Was heißt cool, ist es eigentlich nicht. Ne? Hier unten ist schon ein bisschen durchs Kopieren die Einrichtung von manchen mitgegangen. Das ganze Problem, das wir haben, ich gehe mal in so einen Raum rein. Hier, ne, das sieht noch alles ganz gut aus. Aber hier, da ist mir irgendwas verrutscht. Ne? Da ist eine Mauer, wo keine sein soll. Und das zieht sich hier durchs komplette Motel. Jetzt habe ich überlegt, okay, wir haben das Problem, dass ich das Ding hier nochmal ordentlich bauen muss. Dann haben wir das Problem, dass der Platz nicht reicht. Chaos pur. Wir reißen es ab. Zumindest mal diesen ersten Block. Und jetzt kommen wir hier zum nächsten Block. Die nächste Generation. Natürlich im Charme des Canyons habe ich es beibehalten. Ihr bekommt neue Zimmer. Es wird dreistöckig sein. Die Zimmer sind etwas geräumiger und haben ein kleines Bad. Jetzt habe ich es mir nur noch nicht angeschaut, wie es wirkt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Das wäre dann das Proto. Der Prototyp ist jetzt noch größer, wollte ich es nicht machen, auch wegen den Ladeproblemen, die das Ganze verursacht. Und umstylen wollte ich es auch nicht. Es soll ja im Canyon-Style bleiben, ne? Also alles verändern möchte ich jetzt natürlich auch nicht. Pass mal auf. Omsen, dann kletter seitlich hoch, Omsen. Mit dem muss ich noch üben, mit dem Alderle bin ich fitter. So, jetzt springst du da runter, machst du die Tür auf. Nein, die Tür. So, das wären jetzt die neuen Zimmer. Ich gehe mal in die Emo-Perspektive. Können wir auch gehen? Nee, in die Ego. Ne, die Zimmer sind etwas geräumiger. Das Tolle ist, jetzt braucht keiner mehr ein Klo in sein Zimmer stellen oder ein Waschbecken. Denn hier wird es jetzt reingehen ins Bad. Das gehört dann auch noch zu eurem Raum. Zack, kleine Glastür, ist man im Badbereich. Jetzt pass auf, leider funktioniert die Lampe nicht. Ich weiß auch nicht warum. Schade drum, weil das wäre echt mal eine hübsche Leuchte. Badelemente habe ich hier schon gesetzt. Was hier noch fehlt, ist die Dusche. Die ist mal wieder abhanden gekommen. Da würde ich doch fast mal sagen... Wir holen uns die Dusche zurück. Wir haben ja jetzt mit dieser Folge ein bisschen Zeit, ne? Da brauchen wir uns jetzt nicht hetzen. Steinsets war es nicht. Ich habe übrigens neue Steinsets bekommen. Die müssen wir uns mal angucken. Da war auch eine Burg dabei. Aber das machen wir dann in der entsprechenden Folge, Leute. Ich komme sonst durcheinander, ne? So, weil ich habe, wie ihr gesehen habt, muss ich natürlich jetzt gleich mal zeigen. Bin ja stolz. Ihr seht, dass jetzt die Striche weniger geworden sind. Ich habe ein paar Kisten hier weggeräumt, dass es schöner aussieht, ne? So Leute, damit ihr in eurem Zimmer euch wohlfühlt, nach einem anstrengenden Tag im Canyon ist man immer ein bisschen staubig und schmutzig. In dem Meerwasser weiß ich auch nicht so, ob das so prickelnd ist, wenn man sich da sauber macht. Zumindest sollte man keine Seife reinhauen, da sind ja Viecher drin. Wir können auch noch Haifische hier hinsetzen, ne? Wer mit Haifischen spielen will, gar kein Problem. Gabriela will jetzt sowieso eine Krake als Haustier, die können wir dann auch hier vor Ort ins Wasser setzen. Jetzt pass auf, die Dusche, Leute. Jetzt geht's schon los. Eine Waschmaschine, machen wir auch so einen kleinen Waschsalon, können wir auch noch bauen. Das passt auch ganz gut, finde ich. Jetzt pass auf, es müsste jeden Moment die Dusche kommen. Ne, 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 wunderschöne Dusche gekachelt. Ich habe das auch schon mal hier in Weiß gehalten. Das ist das Duschelement. Zaba und Mabba. Da kommt er wieder mit seinen Sprüchlen. Zaba und Mabba. Kein Mensch weiß, was er da immer will, ne? So, Omsen, komm, gib mal ein bisschen Farbe drauf hier. Omsen, Farbe. Ah, der Omsen ist noch nicht ganz geübt. Der war jetzt die letzte Zeit immer nur faul da hinten rumgelegen bei den Delfinen, weißt du? Den müssen wir ein bisschen eintrainieren. So, dieses Badelement, Omsi Momsi. Bitte einmal integrieren in unsere neue Protohütte. Ich hoffe, das klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, natürlich nicht. Natürlich jetzt wieder nicht, weißt du? Normalerweise klappt es.
Ey, was ist denn los? Ich will den Boden mit. Ich habe den extra weiß gefärbt. Nicht, dass wir den jetzt hier lassen, Alterle. Komm. Stoff, mein Freund, Stoff. Kopier das jetzt ordentlich. Der Boden ist nicht dabei, weißt du? Alles klar, dann gehen wir ins Kopiertool. Man muss immer die Möglichkeiten ausloten, die man hat, ne? Also manchmal zickt das Spiel, kann mir jeder sagen, was er will. Manchmal zickt es einfach. Kopieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit den Ratten passiert ist. Guck mal, wunderschön, ne? Wie aus dem Baumarkt. Einmal Bad bitte, Bestellung ist durch, zack. Jetzt müsste das noch hier reinpassen, wenn der Voucher keinen Fehler gemacht hat, Leute. Und dann haben wir hier so ein bisschen Modulgeschichten am Start. Dann geht es nachher auch recht schnell, wenn wir ausbauen müssen. Jetzt ist die Lampe davon geflogen, das haben wir mal fast gedacht. Alles klar. Wir setzen aber auch mal eine Objektlampe geschwind hin, die tatsächlich leuchtet. Um die Uhrzeit weiß ich es nicht. Beistelltisch brauchen wir nicht. Wir können natürlich hier auch so eine kleine Ecklampe reinmachen. Leuchten die jetzt schon? Die leuchtet nicht. Die da? Die leuchtet auch nicht. Die Terrassenleuchte. Sag mal, wie kann das sein, dass die Lampen nicht mitmachen? Warum leuchtest du nicht, wenn ich es dir befehle? Kleine Lampe. Hier, die leuchtet mal immer. Nehmen wir die mal so lang. Da sind wir ja flexibel, weißt du? Einfach das, was wir uns mal angucken können. Das wird natürlich zugemacht hier. Ja, das wird zugemacht. Dann können wir hier noch Fensterlein integrieren. Kleines Badfenster. Hier hat dann jeder seinen kleinen Balkon. Die untere Fraktion hat natürlich eine kleine Terrasse. Die kriegt noch ein bisschen Liegefläche dazu, dass es ausgeglichen ist. Und hier drüben dann die Haupteingangstür. Da kommt natürlich auch wieder hier die Terrasse hin. Wir machen das aber mit der Terrasse ein bisschen cooler. Wir werden immer so kleine Ausbuchtungen reinbauen, dass man da oben so kleine Stühle hinsetzen kann, falls man sich abends noch ein bisschen auf der Terrasse abchillen will, ne? Das kommt. Das ist jetzt nur mal der Anfang. Wir werden diesen Block hier, wenn der fertig ist, als Kopie uns abspeichern und dann entsprechend hier den ersten Block anbauen. Da werden wir dann auch die Einzüge weiter fortführen. Und wenn wir so mitten im Geschehen sind, reißen wir irgendwann den linken Block ab und ersetzen den durch den neuen. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie das aussieht. Omsen, zeig, was du gelernt hast. Momentan ist bei mir die Performance vom Spiel echt nicht gut. Also es kann sein, dass es manchmal mehr ruckelt, als ich es gerne hätte. Das liegt aber tatsächlich daran, dass hier irgendwas momentan nicht so lädt, wie es soll. So. Die war auf, ne? Das ist typisch Voucher, wenn er Lego spielt, steht er vor offenen Türen und kommt nicht weiter. So, jetzt kommen wir hier in den Badbereich. Ne. Da habt ihr dann eure Toilette. Da braucht auch keiner mehr. Guck mal hier, das kann man sogar bedienen. Das wusste ich gar nicht. Was passiert, wenn ich das mache? Da putzt er sich der Bobbes. Da putzt er sich der Bobbes. Das habe ich ja. Aber jetzt sind Fortsklassen. Alter Umsen. Du Wutz. Das Waschbecken kannst du aber nicht bedienen, oder? Das geht auch. Das habe ich auch noch nie probiert. Weiß ich bin so der Held. Komm, benutz. Ne, das ist die Tür. Das Waschbecken kann man nicht benutzen. Ey, aber duschen kann er. Guck mal. Der Ums natürlich. Leute, da könnt ihr duschen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Ist das cool. Alles klar, die Zufriedenheit steigt in mir auf. Umsen ist gut, du bist sauber. Einmal kurz raus in den Candy und Boop wieder dreckig. So, alles klar. Das heißt, hier haben wir die komplette Badfraktion. Die Zimmer werden natürlich nach Wunsch eingerichtet. Da könnt ihr auch ab und zu dann immer wieder mal ein bisschen umstellen. Ich habe mittlerweile die Tabelle ganz gut im Griff. Und da wir jetzt eh neu spawnen und alles, sollte das kein Problem sein. Außenbeleuchtung, Stierköpfe, wer eingezogen ist, bleibt alles beim Alten. Auf der Webseite wird das jetzt bald zu sehen sein. Ich denke mal so ab Mittwoch. Bis dahin dürfte ich es fertig haben. So, dann wisst ihr Bescheid. Das war schon mal der erste Punkt, den wir heute besprechen mussten in diesem kleinen Pilot. Wir brauchen mehr Platz. Und das Ding ist dreistöckig, ne? Und wenn wir das da drüben hinbauen, ich würde mal gucken, dass wir 10er Blöcke machen. Dann haben wir 60 Zimmer. Ne? Dann haben wir die Hälfte belegt und die Hälfte noch frei. Dann haben wir erstmal Platz. So Leute, jetzt passt mal auf. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen mit aufpassen, auch wenn ich jetzt hier durchgehe. Ne? Weil, ich habe ja meine Liste hier drüben. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier so komisch rüber gucke, nicht wundern. Dan Prickman, den haben wir gesehen. Also T-Kommentare. Unser lieber T-Kommentare, der hüpft hier tatsächlich noch auf der Welt rum. Den brauchen wir nicht frisch spawnen. Spawnen. Jetzt machen wir hier mal das Zeug weg. Das reißen wir selber ab. Das macht der Omsen, ne? Das macht der Omsen, der Alter, hilft. Da brauchen wir keine Bauleute mehr. Die Ratten hinten, sollen wir das Rattenproblem auch beseitigen? Das können wir, weil die sind echt aggressiv. Die haben schon eine Katze zerlegt. Das habe ich gesehen. Eine Ratte reicht. Guck mal. Ist voll das Rattenparadies. Ich glaube, das hier ist Boba Dick seine. Die kann weg hier. Die kann weg. Guck mal, Leitratte. Was steht da? Graue Ratte, da müsste eigentlich gepoppige Ratte stehen oder sowas. Es siehst du, da drin ist nämlich auch noch eine. Da ist doch noch eine da drin. Im Zimmer. Machen wir die auch noch weg hier? Guck mal, im Zimmer schläft auch noch. Nee. Wo ist denn die hier? Die sehe ich gar nicht. So, mein Freund. Eine Ratte haben wir, Boba Dick sein. Da ist noch eine. Alter Schwede. Ich hätte das anders ankündigen sollen.
Wo war denn jetzt das Z-Zeichen? Vielleicht hätte ich die Folge die Rattenfolge nennen sollen, weißt du? So, jetzt laufen wir hier aber mal außen rum geschwind gucken. Sarahs Katze habe ich gesehen, Boba Dick, sein Rattenfreund, hopft hier rum. Ah ja, hier habe ich übrigens dann auch überlegt, da können wir doch so einen kleinen Durchgang basteln, weißt du? Dann kann man hier nämlich direkt durchschlabbeln, braucht man nicht ums ganze Gebäude rum. Ne, ne, ne. So, also so Kleinigkeiten, da freue ich mich tierisch drauf. Es macht mir unheimlich Spaß, mit euch diesen Abschnitt der Welt zu bearbeiten. Deswegen machen wir das jetzt auch in diesen Sonderfolgen. Das war im Canyon, wenn wir zukünftig bauen, auch mal wieder vorne sind am Bikerschuppen. Hier schläft auch noch eine Ratte. So, liebe Ratte. So, Boba Dick, eine Ratte haben wir noch da. Sarahs Katze ist da. Und T-Kommentare ist da. Dann machen wir doch gleich mal weiter. T-Kommentare rennt bei uns tatsächlich rum. Jetzt geht's weiter. Der liebe Mohammed hat gesagt, alles klar, Voucher, wenn die Skin-Geschichte so viel Action macht, dann steige ich um, dann nehme ich den Angler. Dann würde ich sagen, der Angler mit... Ah, jetzt habe ich schon wieder... Moment, ich bin natürlich total aufgeregt, Leute, weil ich euch das hier präsentieren darf. Das war nicht der Alterle, der ist im Canyon, ne? So, Leute, komm. Mohammed, wer ist das hier? Guck mal, ne? T-Kommentare, ich sag doch, es ist ein Agent. Ich mach dir mal die Tür auf, Digga. Hier. Er ist ein Agent. So, um den müssen wir uns nicht kümmern, der kümmert sich selbst um sich. So, der Angler, da würde ich fast sagen, Digga, du kannst da unten schon mal Gas geben, Mohammed, dann kannst du ein bisschen fischen. Wir fangen an. So, wie wir es gesagt haben, jetzt haben wir eine halbe Folge gebabbelt, haben uns das neue Modul angeschaut. Ich glaube, das ist super interessant auch gewesen. Und jetzt gehen wir los, Leute. Jetzt kommt ihr aufs Feld und dann schauen wir natürlich auch immer, bleibt ihr auf dem Feld, was passiert, wer schlägt sich mit wem, welche Ratte isst welche Katze. Mohammed, mein Freund, viel Spaß im Canyon. Er ist auf jeden Fall auf dem Weg. Babyfeuerdrache war auch noch. Den können wir gleich noch mitsetzen, würde ich sagen. Also ich kann ja da drin bleiben, ich muss ja nur umswitchen. Auf Babyfeuerdrache, da werden wir einige haben, sind glaube ich schon 3 Stück auf der Liste. Da weiß ich jetzt natürlich noch nicht genau, ob die sich dann auch alle vertragen. Das war's schon mit Angeln, ich glaube, er hat eher Hunger. So, mein Freund, Mohammed, das Loch muss ich noch zumachen, sonst liegen nachher die ganzen Viecher hier drin. Den spawne ich jetzt mal hierher, mach das Loch gleich zu. Guck, der kommt schon aufs Loch zugesteuert nämlich. Nein! Alterle, gib mir die Chance, ebnen, zack. Da machen wir hier. Ja, das können wir hier eigentlich auch erweitern gleich. Nein, so wollte ich nicht. So ist es gut, so ist es fein. Siehst du? Jetzt ist es zu und weil ich ein sauberer Mensch bin und weil ich es gerne habe, wenn alles seine Richtigkeit hat, machen wir auch gleich noch Farbe drauf. Bisschen größer der Radius. Ah, Mohammed hat schon seine Sachen gefunden. Also manchmal habe ich das Gefühl, die denken mit. Er steht tatsächlich bei seinen Sachen. Hier sind seine Schwerter, ne? Oh Gott, ich rede zu schnell. Tut mir leid. Hier, Babydrache ist auch unterwegs. Alles klar, geh mal weiter. Denn dem Tobias, von dir habe ich schon lange nichts mehr gehört. Bei dir steht nämlich nichts drin, außer Doppelbett und TV. Das haben wir auf dem Platz. Da fehlt noch Skin und Tier, ne? Boba Dick, Ratte war klar, ne? Ratte war klar. Ich weiß nicht, ob du abgehauen bist, als ich dir den Professor gespawnt habe. Jedenfalls ist er nicht mehr da. Jetzt hopft der Voucher hier rum, auf der Suche nach Boba Dick. Das ist der Forscher, Boba Dick, da steht Professor. Das ist der Typ mit dem Monokel, den haben wir, glaube ich, auch mittlerweile schon doppelt. Ich weiß nicht, ob ich euch auseinanderhalten kann. Ich vergebe die Namen einfach, wie ich sie dann sehe. So, mein Freund, ihr seid schon mal zu zweit. Ist näher eigentlich zu dritt, ne? Weil T-Kommentare hüpft immer noch auf dem Dach da oben rum. So, mein Freund, Boba Dick, soweit mal klar, Einzug fehlt noch, ist klar, dauert noch ein bisschen, ne? Tim S., mein Freund, Farmer. Tim S., fangen wir aber erstmal mit deinem Goggle an. Der ist mir, glaube ich, damals da hinten im Pool ertrunken. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, aber wir haben ja hier Goggle am Stück. Zumindest habe ich nur den einen, ich nehme an, das ist okay. So, Tim, jetzt brauchst du ja noch den Farmer, ich hoffe, den haben wir. Schauen wir mal kurz durch, aber ich glaube, den Farmer haben wir, Bäuerin haben wir. Wo ist der Farmer? Wo ist der Farmer? Goldsucher haben wir auch, der kommt aber gleich erst dran. Wild Westman. Sag mal, kann das sein, dass uns die Zeit so ein bisschen knapp wird, wenn wir das so machen? Das habe ich nicht bedacht. Es sind wirklich viele Leute. Es sind wirklich viele hier auf dem Weg. Wo ist der Farmer? Wo ist der Farmer? Ich muss es der Reihe nach machen. Bauer mit Bart, ist das der Farmer? Ich würde sagen, das ist der Farmer, oder? Bauer mit Bart. Wenn nicht, tausche ich dich aus. Ich würde einfach jetzt mal sagen, Bauer mit Bart, guck mal, wie er hier hängt. Wie er aufs Feld geschmissen werden will, ich setze den jetzt mal da hoch. Tim S., mein Freund, ich setze dich mal da hoch. Mal gucken, welchen Weg du beschreitest. Am Feuerdrache vorbeigelaufen. Keine Kollision. Das Huhn habe ich gerade noch gehört. Alles klar. Jetzt machen wir werden das noch öfter spawnen müssen, Leute. Das haben wir immer zwischendrin. Machen wir dann halt mal so ein paar Nachspawner, ne? Odigo, mein Freund. Odigo, der Goldsucher, der mit dem goldenen Skorpion... Der goldene Skorpion ist mit Sicherheit weg. Den habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich würde fast sagen, wir hauen den goldenen Skorpion mal hier runter an den Strand. Da kann er ein bisschen abchillen. Und natürlich
den Farmerskin dazu passend. Das ist jetzt das zweite Mal. Ne, den Goldsucher. Entschuldigung, den Farmer haben wir gerade gesetzt. Den Goldsucher würde ich jetzt auch fast so ein bisschen auf dem Feld verteilen. Ne, 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 ne. Ne, 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 servus, le Muhammad. Er guckt, er will einziehen. Wer hockt denn da im Traktor? Wer hockt denn da jetzt schon wieder im Traktor rum? So. Odigo 83, mein Freund. Viel Spaß im Canyon. Da liegt Sarahs Katze, die ist beständig. Wer hat denn den Traktor da abgestellt? Guck dir das an! Da hat jemand seine Bestimmung schon gefunden. Tim! Alter, leck kaum auf der Insel schon beim Arbeiten. Ciao, Tim. Wir sehen uns dann am Motel. Klatsch, hier hinten gegen geknallt. Das meine ich, Leute. Auf das freue ich mich. Ne? Das macht so tierisch Spaß. Tja, was geht jetzt noch als nächstes? Wie geht's weiter? Schlömpel TV, Robin Hood und der Hund. Das war Sterni. Sterni habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Fangen wir mit Sterni an. Tier kriegt Vorrang, Leute. Sterni. Sterni war ein Husky, ne? Jetzt pass mal auf. Damit er nicht gleich wieder abhaut, setze ich den mal da oben hin. Mal gucken, ob der auch den Weg runterfindet. Und. Den Robin haben wir, ne? Den Waldläufer. Schlömpel TV, der Waldläufer. Dickerle, wo bist du denn? Ne, 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 ne. Sieht ihn niemand. Das wird natürlich eine heiße Folge jetzt hier, Leute. Ich glaube, das reicht zeitlich nicht. Wir sind eigentlich schon an einem Punkt, wo ich zwei Folgen draus machen müsste. Schon zeitlich. Wer hat mich jetzt geschuckt? Wer hat mich da jetzt geschuckt? Hallo? Soll mal zwei Folgen draus machen? Hier ist er. Waldläufer. Das war die Geschichte. Schlömpel TV auf dem Weg. Mal gucken, ob Hund und Schlömpel TV jemals zusammenfinden. T-Kommentare hüpft noch da oben rum. Alles gut, hier ist noch alles beim Alten. Ich gebe mal jetzt ein bisschen Gas. Hannes Egger, mein Freund. Immer noch kein Zimmer bekommen. Tut mir leid, ne? Da haben wir den Cowboy Sheriff und ein Motorrad war hier. Da steht noch kein Haustier. Cowboy Sheriff. Cowboy haben wir hier. Cowboy haben wir hier. Der Cowboy, den kann ich aber spawnen, weil beim Cowboy weiß ich eins ganz genau. Kienig, mein Freund, du bist wieder auf dem Platz. Kienig auf dem Platz. Kienig? Ah, der ist jetzt aber weit hinterher geflogen. So weit wollte ich dich nicht schleudern, Kienig. Aber ich war beim Hannes Egger, der eigentlich auch Sheriff-Richtung gehen wollte. Hatten wir nicht noch einen separaten Sheriff? Ne, 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 ne. Leute, das wird mir knapp mit der Zeit. Das wird mir knapp mit der Zeit. Vor allem, weil ich halt die Skins auch nicht auswendig kenne. Ich weiß gar nicht, wer hier alles wo ist. Hier, da ist der Sheriff. Hannes, viel Spaß. Du kannst am besten mit dem Kollege da hinten, mit dem Kienig, gleich mal ein bisschen ne, euch austauschen. Habt ihr einen ähnlichen Job. Haha, guck, jetzt geht's los. Es kommt Leben in die Bude. Schlömpel, mein Freund. So, halt, stopp, ich muss weitermachen. Diana Hebel. Von Diana Hebel habe ich leider bis jetzt nur Einrichtungsgegenstände. Da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Jetzt meine ganz persönliche Freude nochmal. Der vierte als Anubis unterwegs. Jetzt können wir es testen, ob der auch aggro ist. Er ist auf jeden Fall auf dem Feld. Die Haustiere machen wir jetzt nächste Runde in unserer, oder in der Serie, Leute, ne? Machen wir in der Serie, sonst wird es jetzt zu viel. Mein Freund Mr. Snake Home, der sich den Biker ausgewählt hat. Der Biker, den habe ich so noch nie gespawnt, glaube ich. Wo ist denn der Biker, Leute? Wo ist der Biker? Wo ist der Biker? Kakalakalaka. Weißt du was, bevor wir uns jetzt hier... Das ist der Motorradmechaniker, der wurde auch schon gewünscht. Den Biker möchte ich jetzt noch finden, ne? Da kenne ich jetzt nichts. Wir machen so, es ist natürlich nicht jeder da, was ich weiß, aber hey, klar, Gabriela, dich können wir auf jeden Fall aufs Feld schicken. Das ist mir ja schon in Fleisch und Blut übergegangen. Kleopatra ist wieder unterwegs. Die Krake machen wir dann über die Serien. Ne? Ich will jetzt den Biker noch finden, Leute. Den Rest machen wir dann in der ersten Serienfolge morgen. Kommt ja schon morgen, weißt du? Jetzt müssen wir nur noch den Biker finden. Hoffentlich habe ich den gescannt. Wieso hat er den normalen Dorfbewohner? Hey, warte mal. Da war doch Ragnar, mein Freund. Nee, Ragnar hat Forscher gewählt. Das war Marco Sperling, der den Dorfbewohner wollte. Und einen Sportwagen. Marco? Viel Spaß. Viel Spaß. Jetzt habe ich aber immer noch nicht den Biker gefunden. Und den müssen wir finden, weil Mr. Snake Home schon ein Zimmer hier hat. Dann kann er auch gleich... Ist das der Biker? Nee, ist der Bergsteiger. Sag mal, der Biker, das ist doch der Alderle ohne Bart. Wo ist denn der? Alderle ohne Bart. Ist das nicht der Biker, Leute? Der mit Motorradmechaniker? Ist das nicht der Biker? Da bin ich mir nicht sicher. Hier ist auch ein Biker. Das ist ein Paintball-Spieler. Das sah nur kurz so aus. Alles klar, Leute. Ich finde den Biker nicht. Da müsste man vielleicht doch nochmal ganz kurz helfen. Gibt es den Biker? Habe ich ihn übersehen? Muss ich eigentlich... Hier, Wild Westman, haben wir doch noch eine Cowboy-Art. Hat nicht noch jemand einen Cowboy gewählt? Wild West oder... Sephiroth, klar, hat er Wild West gesagt. Hier, Sephiroth auch auf dem Platz als Wild West... Nee, das ist doch nicht der Wild Westmann. Komm mal du zurück wieder, egal wer du bist. Stopp. War das der Wild Westmann?
Ihr seht schon, Baujob. Ich glaube, wir machen morgen weiter. Ich hake jetzt mal auf meiner Liste ab, wen ich schon alles auf dem Platz habe, Leute. Es fehlen natürlich noch. Sarah fehlt noch, die Astronautin, die ist mir auch abgehauen. Die kann ich vielleicht gleich machen, die müssen wir recht schnell finden. Eine rosa Astronautin dürfte ja nicht zu übersehen sein. Voucher, Voucher, Voucher. Hier, Sarah ist auch auf dem Platz, die habe ich jetzt gleich mal direkt gefunden. Gamingbrot, du wolltest den Bigfoot, da muss ich dich leider bitten, nochmal umzuswitchen. Wir haben jetzt festgestellt, die aggressiven Charaktere räumen uns jetzt das komplette Feld auf. Vielleicht findest du noch einen anderen, der nicht aggressiv ist. Also auch eine gerade Zombie-Girl oder so, ne? Was haben wir denn noch? Den Sumpfkopf. Leute, das bereite ich auf morgen einfach gemütlich vor, dass wir uns jetzt hier nicht unnötig in die Stressphase begeben. Die ersten sind auf dem Feld. Wir gucken mal ganz kurz selber rum. Schnappen wir uns natürlich ein Gefährt. Da oben ist jetzt den ganzen Tag laufen und hat aufgebaut. Da möchte er jetzt ein bisschen chillig hier die Gegend abfliegen. Nochmal gucken, wo ihr alle rumsteckt. Muss nur schnell sein, Alterle. Da sind mittlerweile so viele Leute auf dem Platz. Ruckzuck ist nämlich der Ofen hier aus. Gut, Sterni, dich hole ich morgen hier runter. Ja, du musst hier nicht übernachten und so. Das muss nicht sein. Ich habe jetzt nur mal da hochgespawnt, um zu gucken, ob der runterkommt. Wenn sich da nichts tut, helfen wir ihm natürlich. Alter, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe mein Schild abgerissen hier. So, hier ist jetzt nicht viel. Doch, das sind doch die ganzen Cowboys hier zusammen. Geh nochmal hoch. Omsi. Das Huhn höre ich auch noch, Tim. Hier, Wunderföhn. Wunderföhn. Kinnick? Hast du die anderen Kollegen erschossen? Nee, ne? Hier ist noch irgendwo einer. Hier ist noch irgendwo einer. Sarah schaut sich um, wunderbar. Der Schlömpel schaut sich um, ebenfalls wunderbar. Was ich ganz interessant fand, war jetzt vorhin, wer war denn das jetzt wieder? Siehst du, muss ich schon wieder gucken. Wer war das vorhin? Der Dorfbewohner, den will ich auch nochmal gleich gucken, wo der sitzt. Hier, da muss ich mich jetzt natürlich umgewöhnen, ne? Jetzt muss ich mich umgewöhnen, das ist der Farmer. Wer war das mit dem Farmer nochmal? Siehst du, es geht schon los. Farmer, Farmer, Farmer. Anglerprofessor, Farmer, Tim S. Genau, Tim S. ist... Hast du hier geparkt, Tim? Hammer. Guck mal, ne? Gabriela da hinten, seht ihr sie gerade, wie sie abmarschiert. Wahrscheinlich ist die gar nicht weg. Die steht nur da hinten jetzt. Oh, guck mal. Sarah? Das ist nicht Sarah. Wer bist du? So, Sarah ist nämlich da vorne. Also manchmal tauchen die doch wieder auf. Vielleicht sind die auf der ganzen Welt verstreut, weißt du? Und ich spawn hier komplett nach alles. So, hier, ne? Jetzt bin ich überrascht. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt noch. Das tun wir uns jetzt noch an. Gabriela steht hier, ne? Das haben wir doch jetzt gesehen. Das haben wir doch jetzt gesehen. Gabriela, merkt euch mal, ne? Kleopatra haben wir gesehen. So, Omsen, gib Stoff. Hier ist irgendwas im Gange, Omsen. Die war doch gerade eben hier. Siehst du? Noch ein Fake. Noch ein Fake, Alter. Das ist sie gar nicht. Ey, vielleicht sollte ich die ganze Insel mal absuchen. Wir müssen hier dicht machen. Hier darf ja niemand mehr durch, weißt du? Sonst sind die nämlich irgendwann da unten und da unten hat's böse und die machen euch dann weg. Also hier muss ich zumachen, können wir auch machen. Machen wir alles innerhalb der Serie. So, die ersten sind auf dem Feld, es fehlen natürlich noch ganz viele. Mein lieber Pizza fehlt noch. Nelly Nickel oder Noel genannt. Tibinator. Tibinator, der wollte den Taucher, das machen wir noch. Bup. Tibi, schwimm mit den Delfinen. Morgen machen wir weiter, Leute. Wer jetzt heute nicht dran war, ist morgen dran. Wie ist denn jetzt Sarah da hochgekommen? Gut, sie ist Astronautin. Irgendwie wird sie es geschafft haben. Siehst du, und da werde ich mich so drauf freuen. Das werde ich so feiern, wenn es ruhiger wird und wir hier einfach nur mal gucken können. Dafür ist der Hund jetzt weg. Dafür ist Sterni weg, Alterle. Alles klar. So, ich atme jetzt durch, Leute. Ich freue mich drauf, denn morgen kommt gleich wieder Lego Worlds. Die ganz regulären neuen Folgen dann mit einem schönen Anteil Chaos am Canyon. Und ich habe das Gefühl, hier ist echt Chaos. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis morgen.